Vögel. Ja, und ich hoffe mal, dass die Bäume, also man sieht schon, wie manche Bäume wieder sprießen, aber dass sie nachwachsen. Wir brauchen halt bald einen zweiten Holzfäller, sonst sind die Wege zu weit. So, 30 Speere, das heißt du. Ja. Kannst in die Schule gehen. Und dann schnappe ich mir mal einen meiner Bauarbeiter. Schicke ihn auch in die Schule, damit er Träger wird. Denn der soll dann die Speere für uns aus dem Ding holen, damit wir die Jungs bezahlen können. Also ihren Tribut. Farmer. Und du bist ja Bauarbeiter, du wirst Träger. Gut. Du kannst trainiert werden, auch gut. So, Pilzsammler. Oh, Pilzsammlerhütte noch an die Straße anschließen. Träger. Arbeitsgebiet ist der Speermacher. Hier werden es immer mehr Indianer irgendwie. So, und schon kommt wieder Holz rein. Sehr gut. Oh, wir haben keine Holzwerkzeuge mehr. Ja, das kannst du da vorne ablegen. Dann mach du mal schön viele Holzwerkzeuge. Okay, langsam frage ich mich, wie man zu den Regengöttern, Regenkriegern kommen soll, den Regengöttern, ja. Den Flussverlauf folgen. Sieht eigentlich fast danach aus. Also, da waren sie endlich, die geheimnisvollen Regenkrieger. Wir hatten ihre Festung entdeckt, von der aus sie auf Raubzug ging. Unter gräulichen Tiermasken verbargen sie ihre Gesichter, doch konnten wir dich erkennen, wenn wir die ganze Zeit verfolgt hatten. Die Angreifer waren niemand anderes als unser alter Feind, die Mayas. Aber wie hatten sie sich verändert? Von jetzt setzen sahen wir einen übermenschlichen Glanz in ihren Augen. Nun konnten wir verstehen, warum die Windländer sie für Geisterwesen hielten. Vernichtet die Regenkrieger, suchen nach Winnie Pooh, dem Sohn des Häuptlings der Gelbmesser. Genau, zieht euch zurück. Ja, das hier sind alles Meister.
Du hast Pilzsammler davon, sehr gut. Du geh essen. Also ja, viel weiter als hier kommen wir nicht. Eisenerz wird jetzt dann eingelagert, ja. Wir haben Pilzsammler. Wir haben hier keinen Platz für den Tempel, das ist doof. Hier oben ist auch doof. Kommt der Tempel eben hier hin. So. So, du machst mir noch 5 Werkzeuge und dann darfst du wieder Holz fällen. Du kannst trainiert werden, das ist auch gut. Metallverarbeitung kommt trotzdem da drüben hin. Du musst heilen, du musst essen. Gut, Regenkrieger erfolgreich gefunden. So, Warenmenge hergestellt, Holzfäller. Speere werden immer mehr eingelagert, gut. Das benötigte Bier hätten wir schon mal für Manitus Volk. Nur Gold nicht. So, wo ist unser... Da ist unser Kundschafter, der schläft gerade. Du baust erstmal eine Straße, auch gut. Ja, wir werden aber dann noch wieder Steine brauchen. Das heißt, ich muss dich mal noch für eine Weile zum Steinmetz wieder machen. Bis unsere Infrastruktur wieder gewachsen ist. Dann bauen wir mal Wegweiser. Stein in Holz tauschen ist ein bisschen Overkill. Geschirr in Leder tauschen ist okay. Und hier noch einen. Das sollte dann erstmal reichen.
So, letzter Speer. Du holst Holz. Auch gut. Okay. Jetzt kannst du dich mal im Haupthaus an was anderem satt essen als... Das ist echt nicht dein Ernst, oder? Ja. Du lässt den einen Speer da drin liegen. Oh gut, du holst den. Yay. Das heißt, wir können die Chinchillas ausbezahlen. Als Hasenfuß die Speere sah, die wir ihm geschenkt hatten, war er überglücklich. So. Gleich wurde ein großes Fest ausgerichtet, zu dem wir als Ehrengäste herzlich eingeladen wurden. Ganz ungeachtet durchtanzten die Krieger der Chinchillas mit ihren neuen Waffen um ein großes Feuer und sangen fröhliche Lieder. Nun waren sie den Angriffen der Regenkrieger nicht mehr hilflos ausgeliefert. Als wir uns am nächsten Morgen verabschiedeten, versprach uns Hasenfuß, uns seinen besten Krieger mitzugeben, mit dem wir unseren gemeinsamen Feind sicherlich besiegen würden. Liefere weitere Ausrüstung an die Chinchillas als Tributzahlung und verfüge frei über ihre tapferen Indianerkrieger. Gekriegt haben wir jetzt aber noch keine, oder? Nein. Also wir können jetzt hier 10 Speere gegen 5 Axtkämpfer tauschen. Hm. Nicht gerade unpraktisch. Wir können jetzt aber auch auf jeden Fall mit ihnen handeln. Das heißt, wir können... Wenn wir wollen, Eisenwerkzeuge gegen Gold tauschen. Hm. Baut erstmal den Tempel fertig, dann kommt die Eisenproduktion. Du kannst trainiert werden. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns um Gold kümmern. Also erst einmal schließe ich auch die Indianer an. Also ja, um Eisenwerkzeuge kümmern und dann um Gold.